Hallo, ein kleiner Zwischenbericht hier an dieser Stelle zu einem Buch, das ich gerade beendet habe und das mich sehr begeistert hat. Chris Kraus, Das kalte Blut, jüngst erschienen im Diogenes Verlag und wie man sieht, ein 1200 Seiten dicker Wälzer, den ich aber in kürzester Zeit verschlungen habe. Worum geht's? Erzählt wird die Geschichte zweier Brüder aus Riga, baltischer Adel. Sehr früh treten sie in die NSDAP ein, werden Mitglieder der SS, später des SD, des Sicherheitsdienstes. Sie verüben früh brutalste Verbrechen im Baltikum und bereuen das zu keiner Zeit. Nach dem Krieg wird ihre Geschichte weitererzählt. Die Nazis werden bruchlos sozusagen zu Stützen der neuen Bundesrepublik. Entscheidend für die Geschichte ist, dass zwischen diesen beiden Brüdern eine Schwester steht. Eine Adoptivschwester, Eve. Sie ist jüdischer Herkunft, das weiß aber nur der jüngere der beiden Brüder. Sie wird erst die Ehefrau des Nazi-Mentors der beiden, dann später heiratet sie erst den älteren, dann auch noch den jüngeren Bruder. Ihre jüdische Vergangenheit, die wird dann später zu einem entscheidenden, ja, Moment für die weitere Geschichte dieser Figur und auch dafür, dass dann der israelische Geheimdienst, der Mossad, auch noch eine entscheidende Rolle spielt bis zum Ende dieses Buches. Es ist eine wirklich wahnwitzige Geschichte. Da drin ist Liebe, Lüge, Verrat, Verbrechen. Chris Kraus wandelt hier immer irgendwo auf einem schmalen Grat zwischen Wahnsinn und Genialität. Das ist alles trotz der Gewalttätigkeiten, die hier geschildert werden, sehr humoristisch. Sehr sarkastisch, mit einem immer wieder zynischen Unterton. Das Lachen bleibt einem oft im Halse stecken, aber es gibt einiges zu lachen in diesem Buch, auch angesichts all dieser Grausamkeiten, die hier geschildert werden. Schwierig ist dieses Buch an der Stelle, wo ein, naja, sagen wir mal, übler Charakter sehr sympathisch herüberkommt, nämlich der Ich-Erzähler Konstantin, genannt Koya Solm. Das erinnert sehr stark an Jonathan Littells Die Wohlgesinnten, wo es damals ja auch heftige Diskussionen gab, ob denn ein Nazi-Verbrecher zur Figur eines fiktiven Romans werden darf, auch wenn dort historisch Verbürgtes einfließt. Dennoch, der Hauptteil der Geschichte ist alles freie Erfindung. Und dieser Verbrecher Koya Solm, der nun wirklich übelste Dinge begeht in seinem Leben, der kommt trotzdem sehr sympathisch herüber. Das ist eine Gratwanderung, die der Leser aushalten muss. Das Ganze ist aberwitzig zusammenkomponiert und das meiste, was er hier erzählt, von den Geheimdienstaktionen angefangen bei den Nazis über den BND, den CIA, KGB und den Mossad, all das ist historisch verbürgt, nahezu alles. Und es ist aberwitzig auch zu sehen, wie die Nazi-Generäle nahtlos nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu Fundamenten und Stützen der neuen bundesrepublikanischen Gesellschaft wurden und ihr Unwesen eigentlich weitertrieben, nur unter anderer Flagge. Chris Kraus, Das kalte Blut. Ich werde über dieses Buch noch ein bisschen nachdenken und dann ganz ausführlich auf dem Blog berichten, aber jetzt schon mal eine Leseempfehlung für dieses wirklich gewaltige, dicke und sehr, sehr gute Buch, erschienen bei Diogenes.